Meister Barry Sheen aus England. Dieter Dammler berichtet vom Nürburgring. Als in der langen Nacht vor dem Renntag Feuerwerkskörper die Stimmung rund um den 22,8 Kilometer langen Eifelkurs anheizten, waren dem Veranstalter zwei Superlative so gut wie sicher. Der große Preis von Deutschland würde mit einem Etat von einer Dreiviertelmillion Mark, das bisher teuerste Motorradrennen und mit Rundenzeiten um 8,5 Minuten das schnellste in der nationalen Chronik sein. Zuvor aber stellte man die Gladiatoren mit Pauken und Trompeten vor, jene beiden, die noch Weltmeister werden konnten. Kenny Roberts, Kalifornier, 26 Jahre alt, erste Saison in Europa, Spitzenreiter der Halbliterklasse mit 100 Punkten. Barry Sheen, Brite, 27 Jahre alt, Weltmeister dieser Klasse 1976 und 77, Titelverteidiger, nur 8 Punkte hinter Roberts. Ein Sieg bringt 15 Punkte, ein Rennen also, in dem zwischen beiden alles offen ist. Um die Mittagszeit bei Temperaturen um 25 Grad, 100.000 Zuschauer am Kurs. Das sind mehr als beim großen Preis von Deutschland der Formel 1. Trainingsschnellster Johnny Cecotto, der Rundenrekordhalter auf Yamaha. Neben ihm Kenny Roberts, sein Markengefährte, dann Virginio Ferrari, Michel Ruggeri, Will Hartog und Titelverteidiger Barry Sheen, alle Suzuki. 14 von 47 Startern, im Training schneller als der Rundenrekord. 47 Start. Achtung! Bester Starter ist Nummer 12 Virginio Ferrari, vor Nummer 4 Johnny Cecotto und Kenny Roberts. Barry Sheen auf Rang 7. Distanz des letzten Weltmeisterschaftslaufes, 6 Runden auf der 22,8 Kilometer langen Nordschleife des Nürburgrings, jener Strecke, die aus Gründen der Sicherheit seit 2 Jahren von den Formel-1-Fahrern boykottiert wird. Für die Mehrzahl der Motorradstars immer noch eine der schönsten Rennstrecken der Welt. Trotz der Führung von Virginio Ferrari kann die Entscheidung in diesem Rennen, wie gesagt, nur zwischen Barry Sheen und Kenny Roberts fallen. Doch im Kampf um weitere Platzierung bewegen ein halbes Dutzend prominenter Lenker ihre 120 PS-Rösser. Steve Baker, Takatsumi Katayama, Michel Ruggeri, Toivo Lenzuori und last not least Johnny Cecotto. Runde 2 von 6 zu fahrenden. An der Spitze des Feldes, das sich jetzt schon weit auseinandergezogen hat, Virginio Ferrari auf einer Halbliter Suzuki, vor Johnny Cecotto auf Yamaha und Kenny Roberts ebenfalls Yamaha. In dieser Runde verbesserte Virginio Ferrari den alten Rundenrekord von Johnny Cecotto um 26,5 Sekunden. Die von den Spitzenfahrern praktizierte Schräglage ist sicherlich auf die äußerliche Gestaltung neuer Reifen zurückzuführen. Seit einiger Zeit werden auch von den Motorradfahrern ausgesprochene Slicks mit völlig waagerechter Aufstandsfläche verwendet. Weiche Gummihaftungen sorgen in diesen Kurven für eine extreme Bodenhaftung. Runde 4 an der Spitze des Feldes, jetzt wieder Johnny Cecotto Nummer 4 aus Venezuela, dicht hinter ihm Virginio Ferrari, dann mit Abstand schon Kenny Roberts. Auf Platz 4, hier sehen Sie den großen Abstand, weiterhin Barry Sheen, der jetzt nur noch auf einen Ausfall von Roberts hoffen kann. In dieser Runde holte sich Cecotto dann seinen Rundenrekord zurück. 1,9 Sekunden war er schneller als Ferrari. Die Yamaha von Cecotto ist eine Vierzylinder-Zweitaktmaschine mit einer Leistung von 120 PS bei 12.000 Umdrehungen pro Minute. Benzinverbrauch 30 Liter auf 100 Kilometer, Gewicht 140 Kilogramm, Spitze 280 Kilometer pro Stunde. Kurz vor Beginn der letzten Runde überholte Virginio Ferrari Nummer 12 hier seinen Konkurrenten Cecotto
und führte nun das stark verkleinerte Feld in die letzte Runde. Inzwischen hatte Ferrari sich den Rundenrekord zurückgeholt. Von 8 Minuten 59,9 Sekunden auf 8 Minuten 29,5 Sekunden, um mehr also als eine halbe Minute, ist damit die Bestmarke gesenkt worden. Zwei erwartete Superlative hat dieser Renntag bestätigt. 100.000 Zuschauer, mehr als in Aachen, München oder sonst wo, und das schnellste Motorradrennen in der Geschichte des Nürburgrings. Ferrari vor Cecotto und mit 18 Sekunden Rückstand Kenny Roberts. Das war der Einlauf nach 6 Runden. Berrichin Rang 4. Virginio, Ferrari hat mit seinem Sieg und Rundenrekord neue Akzente gesetzt. Weltmeister dieser Klasse aber wurde erstmals ein Amerikaner, Kenny Roberts aus Kalifornien, vor Berrichin und Johnny Cecotto. Kann ich Ihnen mal...